Hallo zum neuen Video. Heute geht es mal um ein sehr hilfreiches Gerät, welches euch gute Dienste leisten kann. Es geht um einen 3x360 Grad Linienlaser von Firecore. Wenn dich das interessiert, dann solltest du jetzt nicht abschalten. Ja, Kreuzlinienlaser werden immer beliebter in den deutschen Heimwerkerwerkstätten. So sind die Chinesen natürlich hier auch bemüht, ordentlich Geräte auf den Markt zu schmeißen. Die Geräte unterscheiden sich hauptsächlich darin, dass es Geräte gibt, die nur einen Laser haben, welche mit zwei Lasern und welche mit drei Lasern. Dann sind natürlich auch die Linienarten begrenzt, das heißt, manche Linien funktionieren nur über 5 Meter Länge etc. Es gibt dabei Geräte, die mit rotem Laserlicht arbeiten und es gibt Geräte, die mit grünem Laserlicht arbeiten, so auch dieses hier. Vorteile bei grünem Laserlicht sind einfach, dass man hier die Sichtbarkeit etwas erhöht hat gegenüber den roten Lasern. Die roten Laser funktionieren hervorragend indoor in recht dunklen Umgebungen. Wenn das sehr, sehr hell ist, dann haben die auch indoor meistens Probleme. Außer wenn ihr da wirklich hochpreisige Geräte nehmt, die sind in der Regel etwas kräftiger. Wir werden uns das gleich hier mal angucken. Grüne Laser, wie gesagt, auch draußen im Tageslicht in der Regel sehr gut einsetzbar. Aber auch da gibt es gravierende Unterschiede, was die Qualität ausmacht. Dieses Gerät vereint hier, wie gesagt, alles in allem. Wir haben hier drei Rundumlaser. Das heißt, die Laserlinien werden hier in 360 Grad an die Wände projiziert. Und das, wie gesagt, hier dreimal. Und das Ganze natürlich auch im grünen Laserlicht, sodass wir das dann draußen auch einsetzen können. Der Laser hier selbst ist nicht ganz billig, kostet etwa 230, 240 Euro. Den tagesaktuellen Preis könnt ihr euch abrufen, wenn ihr unten dem Link in der Videobeschreibung folgt. Gucken wir uns mal an, was ich hier zugeschickt bekommen habe. Der Laser wurde mir hier kostenlos von Firecore natürlich zur Verfügung gestellt, um euch den hier mal vorzustellen. Ich habe hier schon einige Laser vorgestellt. Ich kann euch ja mal ein paar Videos unten noch verlinken. Dann könnt ihr euch auch noch ein paar andere Videos zu dem Thema dann angucken. Wenn ihr euch damit beschäftigt, dann macht ihr das wahrscheinlich sowieso. Der Laser kommt hier in so einer kleinen, ich möchte fast sagen, Kühltasche. Obendrauf haben wir noch das Firecore-Logo. Das Ganze hier noch mit einem Tragegriff versehen. Ansonsten wirkt das Ganze schon recht hochwertig. Wir machen das mal auf, das Paket. Hier so ein Rundumreißverschluss, auch der ist fast 360 Grad und ihr seht schon, das Ganze kommt hier sehr aufgeräumt daher. Das ist jetzt alles hier noch in Folie, wir können uns das ja mal angucken, was jetzt hier alles drin ist. Ihr seht auch, die ganze Tasche ist hier so ausgekleidet, dass wenn das Ganze mal runterfällt oder hier unterwegs auf der Baustelle hin und her schlackert und irgendwo gegen die Wand schlägt oder sowas, dann ist das sehr gut gepolstert. Das Gerät selbst verfügt noch über eine Anti-Schock-Technologie, die das Gerät dann, wenn es aus, sag ich mal, 2 Meter Höhe oder sowas fällt, dann sehr gut abfängt und das Gerät dann trotzdem noch weiter funktioniert. Wir haben hier einen kleinen Stativaufsatz, einmal für die großen Baustative. Ihr seht, das sind diese großen Schraubadapter hier und wir haben das für normale Fotostative hier auch. Das heißt, hier könnt ihr das dann prima aufsetzen und den Laser könnt ihr dann hier oben drauf setzen und das Ganze natürlich dann hier auch noch verschieben, so wie ihr das braucht. Wir haben an dieser Seite Magnete, das heißt, wir können das hier an irgendwelche Stahltüren oder Stahlträger oder sonst irgendwas Magnetisches dann auch anbappen und das Ganze funktioniert natürlich auch von dieser Seite. Also wir haben hier zweimal Seiten mit Magnetfuß versehen. Mit dabei ist natürlich hier auch ein Akkuladegerät, das sieht so aus, das heißt, es ist ein 12-Volt-Ladegerät. Ganz einfaches Ladegerät. Stecker ist natürlich hier auch mit dabei, der sieht dann so aus. Will ich jetzt nicht extra auspacken, ist halt ein normaler Anschlussstecker mit Beinen. Dann haben wir hier mit dabei noch ein Laser-Target, das ist auch sehr, sehr interessant. Das sieht so aus, ihr könnt dieses etwas weiter wegstellen, das ist auch magnetisch, könnt ihr auch, wenn ihr Decken abhängen wollt oder sowas, das ist auch eine klassische Arbeit, wobei ich so einen Laser hier prima unterstützen kann. Das könnt ihr an den Deckenträger dann festhängen und mit diesem Laser-Target dann euren Laser justieren, sodass der hier auf einen Millimeter dann prima ausgerichtet ist. Es gibt für diese Laser auch noch sogenannte Laserverstärkungsbrillen, kann ich euch auch unten in der Videobeschreibung mal verlinken. Dann könnt ihr den Laser noch stärker wahrnehmen, wenn ihr diese Brille aufhabt. Und es gibt für diese Laser auch noch einen Laserempfänger. Ich weiß nicht, ob ich den euch demnächst hier auch nochmal vorstellen kann. Ansonsten verlinke ich euch das Ganze unten.
Und ihr könnt mit einem solchen Laserempfänger die Reichweite eines solchen Lasers, wenn ihr jetzt eine große Halle habt zum Vermessen, sage ich mal, die 50 Meter lang ist, könnt ihr an eine Seite den Laserempfänger stellen, auf die andere Seite dann das Gerät hier mit einem Stativ. Und dann könnt ihr hier über eine sehr große Entfernung das Laserlicht auch empfangen und entsprechend dann auch ausnivellieren und dann natürlich Markierungen auf der weit entfernten Wand dann auch setzen. Mit dabei ist natürlich hier auch so ein Akku, der sieht so aus. Das erinnert mehr so an so einen Kamera-Akku. Wenn ihr den Akku so nicht verwenden wollt oder wenn der leer sein sollte, bietet die Firma hier natürlich auch einen Adapter für normale Batterien oder normale Akkus hier im AA-Format dann auch an. Ihr müsst hier vier Akkus oder Batterien dann hereintun. Seid dann nicht ganz so auf diesen Akku auch angewiesen. Ich weiß auch nicht, wie lange dieser Akku dann vorhält. In der Regel sollte das allerdings für einen Arbeitstag auch ausreichend sein. Und wenn nicht, nehmt einfach mal ein paar Batterien mit oder was und packt dann die notfalls hier noch mit rein. Nicht, dass ihr dann ohne etwas dasteht oder kauft euch hier noch einen zweiten Akku dazu. Ich zeige euch mal, wie der Akku heißt. Der heißt FL260. Dieser Akku ist hier in diesem Gerät hier verbaut. Mit dabei ist auch eine Bedienungsanleitung. Die ist hier sogar in Farbe gehalten. Wir gucken mal, ob das Ganze hier auch auf Deutsch ist. Ja, haben hier mehrere Sprachen. Unter anderem ist hier auch Deutsch vorhanden. Und da könnt ihr hier die verschiedenen Funktionen, was das Gerät alles kann, dann euch anschauen. Ja, natürlich ist das Gerät selbst auch mit dabei. Packen wir das mal aus, gucken wir uns das mal etwas genauer an. Ja, so sieht das Gerät dann ausgepackt aus. Ihr seht, vom Design her sieht das schon wirklich sehr, sehr hochwertig aus. Es liegt auch sehr gut in der Hand. Es ist ringsrum hier gummiert. Das heißt, egal wo wir das anfassen, wenn wir das irgendwie mal aufheben wollen oder aus der Tasche heben wollen oder vom Stativ runterbauen oder sowas und wir ein bisschen schwitzige oder feuchte Hände haben, dann kann uns das natürlich schnell mal runterfallen. Das ist natürlich durch die Gummierung hier etwas minimiert, das Risiko. Ihr seht hier die drei Laser, einmal an der Oberseite, einmal vorne und einmal seitlich. Diese werden angeschaltet, indem wir hier diesen Schalter nach vorne legen und ihr seht schon, fängt der Laser an, hier auch zu projizieren. Und wir können dann über die obere Seite dann entscheiden, welche Laser wir hier hinzuschalten wollen. So sieht das Ganze aus und ihr seht, ich habe hier eine voll beleuchtete Werkstatt. Ich habe jetzt hier direkt über der Werkbank 3600 Lumen anliegen und ihr seht, die Laserlinien werden hier gestochen scharf tatsächlich auch abgebildet. Und das könnt ihr meines Erachtens nur mit einem grünen Laser so erreichen. Wie gesagt, mit den Tasten können wir hier die einzelnen Laserlinien zu- und abschalten. Ihr seht das schon. Je nachdem, was wir hier brauchen, eine Horizontallinie etc. ist hier vorhanden. Der Laser ist selbst nivellierend. Ihr seht das, wenn ich da jetzt hier dran wackel, dann fängt er an, sich hier ein bisschen auszunivellieren. Das funktioniert bis zu einem Neigungswinkel von etwa 4 Grad plus und 4 Grad minus. Das heißt, wenn der Neigungswinkel größer ist als 4 Grad, dann schaltet der Laser ab bzw. leuchtet dann so mit Unterbrechung und das signalisiert euch schon, dass der Laser jetzt momentan nicht nivelliert ist. Wir haben eine Pulsfunktion mit verbaut, speziell für Laserempfänger. Dann wird der Laser in der Regel etwas schwächer dargestellt und fängt an zu pulsieren. Und wenn wir dann auf einen Laserempfänger treffen, dann fängt das Ganze an zu piepen. Und wir wissen dann, dass der Laserstrahl den Laserempfänger berührt hat und können das Ganze dann je nach Laserempfänger dann ausnivellieren. Der Laserempfänger zeigt uns dann, ob wir höher oder tiefer stellen müssen, das Ganze an. Und wenn wir dann unsere Linie gefunden haben, dann können wir da auch Markierungen setzen. Das aber, wie gesagt, nur interessant, wenn ihr wirklich große Entfernungen hier überbrücken müsst und das Laserlicht natürlich in der Entfernung dann wesentlich abnimmt. In der Regel kommt ihr mit so einem Laser, wenn ihr den als Heimwerker benutzen wollt, prima damit aus, auch ohne Laserempfänger. Ich habe selbst noch keinen Laserempfänger in der Wohnung gebraucht. Ich nutze solche Geräte hauptsächlich dafür, wenn ich mal tapezieren möchte oder wo ich hier meine Werkstatt verkleidet habe mit OSB-Platten etc. Da könnt ihr prima horizontale und senkrechte Linien an die Wand projizieren. Und ihr könnt damit dann natürlich prima gerade die Platten auch an die Wand bringen. Das Ganze funktioniert auch hervorragend, wenn ihr Fliesen legen wollt. Und da spielt ein solcher 360-Grad-Laser natürlich dann alle seine Vorteile bei aus. Denn wir können rings um den Raum, wie gesagt, dann projizieren. Das heißt, alle vier Wände auf einmal können wir mit einer Laserlinie abdecken und das Ganze sogar noch kreuzen lassen. Wie gesagt, wir können drei Linien hier parallel anbringen und können dann wirklich uns daran orientieren und können dann einen Fliesenspiegel ringsherum um die Wand natürlich ziehen. Was auch schön ist, wenn ihr zum Beispiel an dieser Wand, stellt euch das hier mal als Wand vor, ihr wollt da ein Bild anbringen und das Bild wollt ihr auch an dieser Wand anbringen und an dieser Wand anbringen und die Bilder sollen alle in der gleichen Höhe sein, dann könnt ihr ringsrum
eine Laserlinie projizieren, die natürlich dann in einer Höhe an die Wände geschmissen wird und ihr habt an allen Wänden dann die gleiche Höhe, ohne dass ihr das umständlich jedes Mal nochmal neu ausmessen müsst und dann hinterher trotzdem irgendwo 2-3 mm tiefer seid. Das passiert euch, wenn ihr einen Laser verwendet, natürlich nicht. Ja, die Nivellierungsgenauigkeit beträgt auf 10 Meter 3 mm plus minus. Das sollte im Heimwerkerbereich, denke ich mal, ausreichend sein. 3 mm fallen da nicht wirklich ins Gewicht. Und in der Regel haben wir, ja, wie gesagt, kürzere Distanzen. Wer hat schon einen 10 Meter langen Raum bei sich in der Wohnung und möchte da dann Bilder oder irgendwas anbringen? Also in der Regel sind wir hier im 2, 3, 4, 5 Meter Bereich. Und wie gesagt, ist dann die Genauigkeit mehr als ausreichend. Das Gerät ist IP65 geschützt. Das heißt, da können auch mal ein paar Wassertropfen draufkommen. Also für die Baustelle, wenn ihr Neubau habt oder sowas, dann natürlich auch prima geeignet. Auch wo staubig ist, könnt ihr den Laser dann prima einsetzen. So, schauen wir uns das Gehäuse nochmal von unten an. Das sieht dann so aus. Auch hier haben wir einen direkten Stativanschluss natürlich mit drauf. Und hier unten ist auch die Klappe für den Akku. Ein Akku ist hier gleich mit eingesetzt. Das heißt, ihr bekommt das Gerät hier gleich mit zwei Akkus und diesem Batterieadapter mit dazu. Ja, stellen wir mal hier den Bosch GLL380 daneben. Der ist mehr als doppelt so teuer. Sieht dann so aus. Ich stelle den mal, wie gesagt, daneben. Der ist noch ein bisschen größer, der GLL380. Hat prinzipiell hier die gleichen Funktionen. Was ihr hier noch machen könnt, ist, dass wir hier das Ganze mit Bluetooth noch koppeln müssen. Aber ich denke mal, im Heimwerkerbereich braucht ihr das nicht unbedingt, dass die Geräte hier über Bluetooth verfügen. Ich schalte hier mal jetzt die Laserlinien dazu. Dann sehen wir uns das mal hier so an. Ihr seht, der Laser ist natürlich sehr, sehr kräftig. Ich stelle das mal weiter nach hinten. Jetzt blendet es natürlich genau hier in die Kamera. So sieht es aus. Aber ich denke, man kann hier schon erkennen, selbst bei diesem sehr, sehr hochwertigen Laser ist die Laserlinie zwar sehr kräftig, aber wenn ihr genau hier, vor allen Dingen in diesem Bereich hier mal schaut, da wird die Linie doch schon recht dunkel in Anbetracht des hohen Lichtstroms, der hier vorliegt. Aber dennoch ist es indoor hier beides zu erkennen, wobei aber die grüne Linie dennoch etwas kräftiger wirkt. Wir gehen mal raus und gucken uns das Ganze mal im Freien an. So, ich habe die Laser jetzt mal auf der Werkbank stehen lassen. Diese produzieren jetzt hier eine horizontale Linie an meiner Garagentür. Die ist natürlich weiß gestrichen, aber ihr seht deutliche Unterschiede. Ich finde, man kann den grünen Laser auch hier besser erkennen. Und ihr seht auch, dass der rote Laser etwas breiter dargestellt wird als der grüne Laser. Das heißt, es wirkt etwas präziser, trotz dessen der rote Laser hier etwa das Doppelte kostet. So, ist leider schon etwas duster hier draußen, aber ich denke, man kann es trotzdem noch erkennen. Auch hier wird der grüne Laser etwas kräftiger dargestellt als der rote Laser. Ich kann euch das hier auch direkt mal im Schnee zeigen. Da wirkt jetzt der rote Laser etwas kräftiger, weil die Laserlinie einfach etwas breiter gefächert ist. Aber präziser ist hier definitiv der grüne Laser. Und Schnee ist ja eine sehr reflektierende Oberfläche. Das heißt, hier werden die Laserlinien in alle möglichen Richtungen reflektiert. Und da bekommen wir hier trotzdem ein sehr scharfes Abbild. Ihr seht das schon. Das macht allerdings der rote Laser hier auch noch sehr hervorragend. So, zurück in der Werkstatt. Ich habe mal mit einem Steret-Winkel einen Winkel an mein Whiteboard hier gebracht. Hab den Laser jetzt hier mal drauf ausgerichtet. Natürlich könnt ihr den Laser auch so justieren, wie er jetzt ist. Das heißt feststellen und dann könnt ihr die Achsen entsprechend so drehen, wie ihr das haben möchtet. Wenn ihr zum Beispiel einen schrägen Fliesenspiegel oder irgendetwas schräg aufhängen möchtet oder vielleicht einen Handlauf von irgendeiner Treppe oder sowas an die Wand bringen möchtet und dafür eine Laserlinie braucht, damit ihr da dann gerade seid, dann könnt ihr das so einstellen, dass der Laser dann fixiert ist und ihr seht dann, werden solche Linien hier auch ringsherum auf alle Wände dann projiziert. Das funktioniert dann, wie gesagt, auch im 360-Grad-Bereich. So, ich mache das Licht jetzt hier mal komplett aus. So sieht das dann aus. Dann ist das natürlich sehr, sehr hell und ihr seht, an allen Ecken bricht sich das dann natürlich und dann wirkt das Ganze sehr, sehr kräftig. Einmal Licht wieder angemacht. Ich zoome euch mal hier so ein bisschen rein. Und ich denke mal, da kann man dann erkennen, dass der Laser hier auch winkelhaltig ist. Ihr müsst natürlich immer darauf achten, dass der Laser dann direkt parallel vor der Wand steht und nicht irgendwie um alle Achsen verdreht ist. Dann funktioniert das natürlich mit der Winkelhaltigkeit hier auch nicht. Also seht zu, wenn ihr dann so etwas machen wollt, dass ihr den Laser parallel zur Wand ausrichtet. Das habe ich hier nicht gemacht. Wenn ihr genau darauf achtet, ganz oben rechts läuft er etwas schräg. Ich zeige euch mal, wie ich den Laser hier eingerichtet habe. So steht der Laser jetzt zur Wand und das ist natürlich nicht korrekt. Ich müsste den jetzt natürlich viel weiter nach vorne machen. Also wenn ihr sowas macht, dann lasst euch dabei Zeit. Guckt, welche Höhe ihr braucht. Guckt, ob das Ganze hier wirklich gerade steht und dann könnt ihr natürlich da auch sehr gute Ergebnisse mit erzielen.
Ja, für mich stellt sich der Laser so dar, dass es eine sehr gute Alternative ist zu den wirklich sehr hochpreisigen Geräten. Wer hier als Heimwerker vielleicht nicht ganz so viel Geld in die Hand nehmen möchte, der ist sicherlich mit diesem Gerät hier gut beraten. Wer natürlich eine Bluetooth-Funktion wünscht, um hier das Gerät direkt mit dem Handy steuern zu können, ich habe das ja mal im GLL 380 mal vorgemacht, kann euch unten in der Videobeschreibung auch mal die Videos dazu verlinken, könnt euch das auch nochmal angucken. Da gibt es auch Rotationsstative noch, für die man dann steuern kann etc. Aber ich denke mal, im privaten Bereich kommen wir dann ganz schnell an die Grenzen und sagen dann, das braucht es nun wirklich nicht. Also für das, was der Laser hier leistet, ist der Preis wirklich angemessen und fair. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr von dem Laser hier denkt. Ich weiß, viele von euch plagen sich schon seit längerem mit der Anschaffung eines Lasers, sind sich da aber wirklich unsicher, was sie wirklich benötigen. Also macht euch, bevor ihr solche Laser anschafft, hier wirklich erstmal Gedanken, was ihr von einem solchen Laser auch erwartet. Wenn ihr natürlich nur eine gerade Linie irgendwo an eine Wand werfen wollt, wenn ihr tapezieren wollt damit oder sowas, dann reichen sicherlich auch Laser im 20, 30-Euro-Bereich locker hin. Die haben auch genügend Genauigkeit. Wenn ihr mehr machen wollt, also wenn ihr eine Rundumprojektion benötigt, was man ja für solche Anwendungen, wie ich sie euch schon genannt habe, dann auch benötigt, wenn ihr Fliesen ringsrum anbringen möchtet oder wenn ihr Bilder in gleicher Höhe oder sowas aufhängen wollt oder Regale oder gibt es unzählige Anwendungsmöglichkeiten. Dann benötigt ihr in der Regel einen 360-Grad-Laser. Die gibt es auch einfach, das heißt auch im 100-Euro-Bereich, dann wird nur eine Linie rundum projiziert oder vielleicht zwei Linien. Wenn ihr drei Linien haben wollt, dann seid ihr im 200-Euro-Bereich und könnt euch dann überlegen, anhand des Lieferumfangs oder anhand von gezeigten YouTube-Videos, dann welches Gerät für euch am passendsten ist. Ja, schreibt mir in die Kommentare, ob dieser Laser jetzt für euch hilfreich wäre, ob ihr vielleicht so einen Laser schon zu Hause habt, ob das vor allen Dingen eine Alternative für euch wäre jetzt zu besonders teuren Geräten. Grüne Laser sind jetzt immer mehr im Kommen, aber wie ich schon gesagt habe, die großen Marken, die rufen auch gerne mal 500 € und wesentlich mehr auf. Und ob sich das dann noch für den Heimwerker rechnet, das wage ich dann auch zu bezweifeln. Also bin ich da wirklich gespannt auf eure Kommentare. Braucht man so etwas? Braucht man so etwas nicht? Und wo seht ihr da vielleicht die Anwendungsgebiete? Oder vielleicht habt ihr auch mit einem solchen Laser schon gearbeitet und könnt davon positive oder negative Dinge berichten? Dann bitte alles in die Kommentare schreiben. Dann helft ihr natürlich auch der Community weiter. Wenn euch das Video hier gefallen hat, wenn es euch unterhalten hat, wenn es euch ein paar offene Fragen beantwortet hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen. Nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und sage bis dahin.